Hallo zusammen, im heutigen Video zeigen wir euch mal wieder ein kleines Produktdesign-Video und zwar einfach so eine Zwiebelschneidepresse, wie auch immer man das nennt. Und Tipps dazu und besonders zu Zeichnen mit Ellipsen in unserem aktuellen Buch 100 geniale Zeichentricks und immer wieder auf unserem Instagram-Kanal. So, und jetzt geht's los. Wir machen als erstes eine kleine Bleistiftvorzeichnung. Da geht es darum, grob die Form darzustellen. Das machen wir ein bisschen größer für euch und arbeiten mit den Ellipsen. Wichtig ist, dass ihr die Ellipsen nicht aus zwei Teilen zusammenzeichnet, sondern in einem durch. Also mit einer Handbewegung. Erst machen wir hier so die Bereiche und jetzt mit einer Handbewegung. Ganz wichtig, nicht den oberen Teil der Ellipse und den unteren skizzieren, sondern in einem durch. Auch hier ganz wichtig, nur so wird es eine realistische und authentische Ellipse. Sonst ist es immer ganz, ganz schnell der Fall, dass das eben nicht funktioniert. So, und hier dann der Übergang vom kleinen oberen Runden bis zum unteren. Immer wieder leicht abrunden. Und ganz wichtig dabei, dass die Proportionen immer stimmig bleiben, dass ihr auf der linken Seite genauso wie auf der rechten Seite die Kurve bekommt sozusagen, dass es nicht irgendwie kippend wirkt. Ganz wichtig dabei. So, und hier auch nochmal die Bereiche unten. Oben nochmal am Rand, so die kleinen, feinen Details. Wir werden das mal so mit einigen erklärenden Pfeilen das Ganze mal euch zeigen, wie das aussieht, wenn so ein Objekt einer Erläuterung bedarf. Aber hier kommen noch die Halterungen. Und hier das, was man ein bisschen versteht, was man damit macht, wie man es bewegt, also wie es ausgenommen wird. Das sind so Kleinigkeiten, aber die machen die Zeichnung eigentlich dann erst verständlich. So, und hier auch immer wieder an der Ellipse arbeitend, in der Form bleiben, das ist ganz wichtig. Hier auch. Und dann auch hier die Rundung immer wieder andeuten. Also zeichnet nie etwas, wenn ihr auf einer runden Form arbeitet. Macht es nie so, dass man das als 2D eigentlich sieht, sondern stellt euch immer vor, wie würde die Form, der Strich verlaufen, wenn ich auf einem runden Objekt etwas zeichne. Denkt immer an ein Flaschenetikett. Da sind die Buchstaben auch logischerweise abgerundet, je nach Durchmesser des Objektes. Aber so müsst ihr anfangen zu denken, weil dann wird es erst verständlich. So, und das Ganze ein bisschen mit einer Schattierung. Wie man so einen Schatten wirft, das können wir euch gerne auch mal bei uns im Kurs erklären. Wenn ihr möchtet, schaut auf jeden Fall auf unseren Seiten mappenvorbereitungskurs.de und akademieruhe.de. Da haben wir ganz, ganz viele Kursinfos für euch, wie ihr am besten oder welcher Kurs am besten für euch ist. Und wenn ihr euch womöglich für ein Produktdesign-Studium bewerben möchtet, dann sind wir auch die richtige Adresse für euch. Wir haben eine sehr hohe Quote an erfolgreichen Bewerbern. Man kann sagen, in den letzten Jahren sogar 100%, und da sind wir besonders stolz drauf. Das Ganze mit Bestnoten auch schon dieses Jahr bereits. Und
Vielleicht sieht man sich bei uns im Kurs und dann können wir solche Kleinigkeiten euch und viel, viel, viel mehr zeigen und erklären. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. So, und hier nochmal zurück zu der Form. Auch die Schraffur und so ein bisschen so die Leuchtverhältnisse, die müssen, also Licht und Schatten, auch bedacht werden, optimalerweise. So, dann sieht man an der Stelle, wie sich das dann so ein bisschen verhält. Und mit Highlights, mit einigen weißen Buntstiften, bringen wir das Ganze noch ein bisschen zum Strahlen, und das macht immer Spaß, einfach hier mal kleine Highlights einzusetzen. Auch natürlich nur auf der rechten Seite besonders, wie sich das Licht in so Einkerbungen und so, könnte man sagen, so verschachtelten Formen verhält, ist nicht so ganz einfach zu verstehen. Hängt sehr viel mit Beobachtung und Konstruktion, aber wenn ihr möchtet, ist das auch etwas, was wir euch im Kurs gerne, gerne zeigen. Dazu, wie gesagt, einfach uns anzuschreiben und wir bringen euch alles dafür Nötige bei. Ja, und hier machen wir noch ein paar kleine Highlights oben drauf. Erläutern gleich die Skizze am besten. Und hier mit dem kräftigen Strich kommt das Ganze auch nochmal zur Geltung. Also nochmal so diesen wuchtigen Rand. Und ihr merkt sofort, was das an Schärfe, an Kontrast reinbringt. Das ist wirklich Wahnsinn. Und hier auch unten besonders natürlich, da wo die Fläche auftrifft. Und man sieht, dass das Transparente auch richtig zu verstehen ist. Darin sozusagen die drei Messer, die Transparenz lässt sich damit sehr, sehr schön andeuten. Und vielleicht kennt ihr dieses Gerät, wir haben das jetzt einmal mal gesehen und gezeichnet. Man zieht immer daran und die Spule betätigt sozusagen diese Messer und damit kann man Zwiebeln oder sonst etwas klein würfeln. Und dazu auch dieser kleine Pfeil, der das Ganze mal erklärt, wie sowas auch funktioniert. Und auch hier mit ein bisschen Kontrasten. Und mit den letzten kleinen Details hier unten. Also wie man sieht, sind das so die kleinen, aber feinen Highlights, die so eine Zeichnung einfach ein bisschen lebendiger aussehen lassen. Und das ist das, was auch am Ende wirklich gut funktioniert und eine Zeichnung eigentlich an Dynamik ausmacht. Das kann so ein mittelweicher Buntstift sein, den wir dafür verwenden. Und mit dem 2B werden dann nochmal die Kontraste gemacht und fertig ist die Skizze schon fast. Also für euch noch jetzt hier eine kleine Beschreibung, was da passiert. Und wenn ihr euch für solche Kurse interessiert, nochmal ein kleiner Hinweis, schaut auf unseren Seiten mappenvorbereitungskurs.de und akademieruhr.de. Wir freuen uns, wenn ihr mal uns kontaktiert und wir euch gerne zu allen möglichen Kurs- und Designrichtungen, Architektur, Transportation Design, Kunst auf Lehramt, allen möglichen Richtungen beraten können. So, und das war's.
Das ist die Zwiebelschneidepresse, wie auch immer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Nachzeichnen. Und ja, hier nochmal ein kleiner Hinweis zu unseren Seiten. Und vielen Dank für die Daumen nach oben, für eure lieben Kommentare. Und bis dann, euer Akademie-Ruhr-Team.